Willkommen, liebe Zuschauer, zur Freitagsausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Zum Wochenende hin haben wir wieder eine bunte Sendung für Sie geplant und das sind unsere Themen heute am 18. Mai. Industriemuseum. Feierliche Wiedereröffnung nach Dachsanierung. Straßenfest. Am 25. Mai wird der Tag der Nachbarn auch in Schönebeck gefeiert. Und kleine Friedensfahrt. Jungen und Mädchen feierten Erfolge. Bevor es mit dem ersten Beitrag losgeht, noch die aktuelle Information des Landeszentrum Wald. Die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe ist momentan die Stufe 3. Und damit geht's auch rein in unseren ersten Beitrag. Am vergangenen Donnerstag fand sie statt, die kleine Friedensfahrt auf der Salineinsel. Mit der traditionellen Fanfare und dem Freilassen der Friedenstauben wurde auch 2018 die kleine Friedensfahrt auf der Salineinsel eröffnet. Veranstaltet von dem Radsportmuseum in Kleinmühlingen und zahlreichen Unterstützern, wie beispielsweise die Erdgas Mittelsachsen GmbH, die Zürich Versicherung und McDonald's, wurde die Veranstaltung anlässlich des Jubiläums 70 Jahre Kleine Friedensfahrt gebührend gefeiert. Jungen und Mädchen in jedem Alter folgten der Einladung, die, anders als in den Vorjahren, an Himmelfahrt in den Bürgerpark lockte. Also die Entscheidung von uns, diese Veranstaltung am Himmelfahrtstag durchzuführen, war eine gute Entscheidung. Die Resonanz, der Besuch der Zuschauer war deutlich besser. Es waren zwar genauso viele Kinder wie im letzten Jahr da, 26, 27 Stück glaube ich, aber die Atmosphäre an der Strecke war sehr gut und vor allen Dingen auch die Unterstützer, ob die Freiwillige Feuerwehr aus Schönebeck oder die Frauen von McDonald's, die Kinder mit lustigen Spielen unterhielten. Freunde von unserem Verein haben Grillwurst für die Kinder und für die Anwesenden bereitet. Des Weiteren war für jedes Kind eine Eiskugel gratis im Angebot. Und die Kinder wurden groß angefeuert. Und nicht zu vergessen, es waren ja 16 ehemalige Friedensfahrer, hochkarätige Sportler am Start. Und die haben die Kinder auf die Strecke geschickt. Und Uwe Ampler, der viermalige Friedensfahrtsieger und einmalige Weltmeister, hat sich den Spaß nicht nehmen lassen und ist dann mit einem 14-jährigen Jungen ein 3-Runden-Rennen gefahren und hat knapp im Sport verloren, war es zum Schluss mit auf der Siegerehrung. Also es hat ein bisschen Volkssportcharakter und so wollen wir es haben. Also unterm Strich sind wir sehr zufrieden und wir sind uns sicher, dass wir am Himmelfahrtstag 2019 die kleine Friedensfahrt wieder um 10 Uhr auf der Salineninsel durchführen werden. Angefeuert von den Eltern, Großeltern und Freunden zeigten die Kinder auf den Rädern, wie gut und vor allem schnell sie damit unterwegs sind. In verschiedenen Duellen mussten sie dabei dann gegeneinander antreten. Es gab also von den Kindern, die Laufrad und gerade mit Stützrad gefahren sind, über Kita-Kinder 6 Jahre, separate Altersklassen und dann war es gestaffelt, Mädchen, Jungen getrennt, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nach oben wird das Starterfeld immer dünner und es gab also viele Siegerehrungen, viele Gold- und Silbermedaillen zu vergeben. Die Sieger haben wie beim großen Radrennen ein Siegertrikot erhalten. Die Trikots wurden ebenfalls von den Rennfahrern überreicht, sodass alles stimmungsvoll vonstatten ging. Höhepunkt war die Verlosung des Rades, welches unser Freund Tarek Abouzaab wie jedes Jahr aus Beirut mitgebracht hat und den Teilnehmern der kleinen Friedensfahrt zur Verfügung stellte. Kein Junge und Mädchen ging an diesem Tag leer aus. Auch wer es nicht auf das Treppchen geschafft hatte, bekam eine Kugel Eis und eine Bratwurst gratis. Für die Platzierten hatten die Verantwortlichen Medaillen und Urkunden vorbereitet. Und wie es sich für einen wahren Sieger der Friedensfahrt gehört, wurden die Erstplatzierten mit einem gelben Trikot geehrt. Die geladenen Ehrengäste, darunter berühmte Friedensfahrer und Friedensfahrerinnen, nahmen die Ehrungen vor. Also mein Eindruck war, sie haben das sehr genossen. Sie haben unser Anliegen verstanden, dass wir den Kindern so Freude an der Bewegung vermitteln wollen, auch am sportlichen Wettkampf. Und im sportlichen Wettkampf gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und damit setzen sie sich auch auseinander. Aber
die Zuschauer haben mit dem Beifall nicht gegeizt, sodass dass die Niederlagen schnell vergessen wurden. Zum Beispiel hat das kleine Mädchen, welches am Anfang so traurig war, dass es sich gar nicht getraut hat zu starten, aber sie war ja trotzdem Teilnehmerin, sie hat den Hauptpreis gewonnen. Sie hat das Kinderfahrrad aus Beirut gewonnen. Und so ist das alles sehr schön zum guten Ende gekommen. Der Friedensgedanke war Kernpunkt dieser Veranstaltung. Des Weiteren stand für die Veranstalter im Vordergrund, dass die Kinder aktiv sind und auf das stolz sein können, was sie an diesem Tag erreicht hatten. Und von der Saline-Insel geht es rüber in das Industriemuseum hier in Schönebeck, denn das konnte nach langer Dachsanierungsphase endlich wieder die Türen öffnen. Und bei der großen Wiedereröffnung waren wir natürlich für Sie vor Ort. Nachdem die historische Technik ihren Weg zurück in das Industriemuseum fand, konnte man am vergangenen Samstag die Wiedereröffnung des IMOSETs feiern. Der erste Bauabschnitt des Notsanierungsvorhaben IMOSET konnte abgeschlossen werden. Denn seit Anfang 2018 wurde an dem neuen Stehfeizdach der Haupthalle gebaut. Nun wurde in Rekordzeit das Dach der EMS-Maschinenhalle in der Ernst-Thälmann-Straße 5a in Schönebeck fertiggestellt. Und das dank der bauausführenden Firmen im geplanten Zeit- und Finanzrahmen. Zur Wiedereröffnung luden die Museumsmacher, Sponsoren, Unterstützer und Freunde ein. Auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch und Dr. Putz, Staatssekretär für Landesentwicklung und Verkehr, sowie Dr. Heinecke als Vertretung aller Baubeteiligten kamen, um gemeinsam anzustoßen. Ja, wir haben heute nach der sehr, sehr langen Zeit der ersten Stufe der Notsanierung eigentlich das neue Dach eingeweiht, zusammen natürlich mit der Wiedereröffnung des Industriemuseums und der Kunstausstellungen. Wir waren glücklich, dass zwei Staatssekretäre aus dem Verkehrsministerium, Wirtschaftsministerium und der Oberbürgermeister da waren. Unser verantwortlicher Planer war da. Es waren Sponsoren, Freunde, Gäste aus der Politik, aus vielen anderen Bereichen waren da. Und wir haben zusammen nicht nur kluge Reden gehalten, sondern wir haben auch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was geschehen ist in der letzten Zeit. Und sind anschließend dann in die Ausstellung reingegangen, um mal zu schauen, was sich da verändert hat. Denn wir haben ja auch nicht nur neue Objekte, wir haben auch in der Qualität der Ausstellungsobjekte wieder ein bisschen was verändert, sodass man also rundherum sagen kann, jetzt muss so als kleine Zwischenbilanz nachmittags um eins, es ist ein schöner Tag für uns und wir können nur hoffen, dass Schönebeck und Umland wieder registriert, ja. Wir haben unser Industriemuseum wieder und in neuer Pracht und in neuer Schönheit und sicherlich öfter mal hierher kommen, um zu schauen. Von der ersten Idee im Jahre 1993 bis heute hat sich viel verändert. In dem Museum kann man nicht nur historische Technik bewundern und bestaunen, auch Kunstausstellungen begeistern die Besucher. Der erste Bauabschnitt ist nun geschafft, doch die Sanierungsarbeiten sind noch nicht vom Tisch. Der Präsident des Museums hat uns über die weiteren Bauvorhaben informiert. Also in den nächsten Wochen wird sicherlich wieder etwas passieren. Und zwar aber diesmal in einer anderen Form, denn wir haben Erfahrung gesammelt aus dem ersten Bauabschnitt. Wir werden jetzt in Scheiben das Wohnhaus des Betriebsingenieurs angehen. Zuerst das Dach, dann die Fassade. Die Ausstellung, die Kunstausstellung werden geöffnet bleiben. Es wird dann weitergehen auch mit der großen Halle, der EMS-Halle. Die Maschinenhalle wird dann also auch, Dach ist ja fertig, an der Fassade weitergemacht. Auch da wird es die Regel geben, dass wir scheibchenweise die Fassadenseiten abarbeiten, sodass wir mal mit kleineren internen aufgebauten Schutzhüllen, sagen wir mal, doch aber die Ausstellung immer offen lassen können, sodass es also nicht wieder zu einer Schließung kommt. Dass somit eine erneute Schließung ausgeschlossen ist, freute an diesem Tage nicht nur die Museumsfreunde, sondern auch alle interessierten Gäste und Freunde der historischen Technik. Der AWO-Kreisverband Salzland e.V. lädt am 25. Mai zum Tag der Nachbarn ein. Was man darunter verstehen kann und was an Programm geboten wird, wir haben einmal nachgefragt. Bring your Klappstuhl. Unter diesem Motto wird am 25. Mai der Tag der Nachbarn in der Bertolt-Brecht-Straße gefeiert.
Ganz ungezwungen möchte der AWO-Kreisverband Salzland e.V. gemeinsam mit den Anwohnern ein kleines Straßenfest organisieren. Anlass dafür ist der deutschlandweite Tag der Nachbarn. Ja, also es ist eine ganz, denke ich, auch von uns eher so eine spontane Idee. Wir haben gesagt, ein Straßenfest, Straßenfest und man stellt alles hin, das passt eigentlich nicht so. Also Motto, bring your Klappstuhl, also einfach den Stuhl mitbringen, auf dem man sitzen möchte und die Angebote, die wir dann haben, genießen. Wir haben ganz unterschiedliche Sachen von unseren Kindern aus der Kita Knirpsenland, die auftreten werden. Ab 16 Uhr ist um 17 Uhr eine Kindertanzgruppe des Tanzvereins Grün-Rot Magdeburg hier mit aktiv. Dann sind unsere Breakdancer mit dabei. Und um 18 Uhr tritt der Shanty-Chor auf aus Schönebeck. Also ein ganz buntes Programm. Und wir denken, dass es einfach eine tolle Idee ist, wo man einfach aufeinander zugehen kann und seine Nachbarn besser kennenlernen kann. Auch für uns ist das wichtig, weil wir sind mitten in einem Wohngebiet und möchten natürlich mit unseren Nachbarn auch zusammen verschiedene Veranstaltungen erleben. Und da haben wir gedacht, so ein Straßenfest wäre ja mal ein Schritt dahin. Und um dieses Kennenlernen zu vereinfachen, haben sich die Organisatoren etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, wir haben ganz kleine Kärtchen vorbereitet, wie man mit seinen Nachbarn ins Gespräch kommt. Sollte man sich anschauen, das ist, glaube ich, eine ganz witzige Idee. Wir haben rundum natürlich für kulturelles Programm gesorgt, aber eben auch für Kinderbelustigung. Also man kann von der Hüpfeburg über Kinderschminken, Ballonmodellage, alles nutzen, Bastelstraße. Und wir haben natürlich auch fürs leibliche Wohl gesorgt. Es stehen Grills bereit, es gibt Kaffee und Kuchen und einen Eiswagen. Also alles das, was einen Nachmittag vergnügt machen kann, ist vorgesehen. Und wir haben auch nichts dagegen, wenn die lieben Nachbarn zum Gegrillten sich ihr Bierchen mitbringen oder ihren Prosecco. Das sehen wir gerne, aber wir schenken selber keinen Alkohol aus. Getreu dem Motto Bring Your Klappstuhl sind Sie herzlich eingeladen, in geselliger Runde den Tag der Nachbarn bei leckerem Essen und hoffentlich bestem Wetter zu feiern. Mit diesem Straßenfest geht auch eine Straßensperrung hervor. Wo genau noch gebaut wird und alle weiteren Kurznachrichten gibt es jetzt für Sie im Überblick. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Aufgrund geringfügiger Tragfähigkeit der Sulkgrabenbrücke begann am Montag, den 14. Mai 2018, der notwendige Ersatzneubau, welcher voraussichtlich 5 Monate andauern wird. Während der Bauzeit ist die Eggersdorfer Straße im Bereich des Durchlasses voll gesperrt. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Im Schönebecker Bürgerbüro gibt es seit Dienstag, den 15. Mai 2018, ein System für Wartenummern, welches probeweise im Einsatz ist. Damit sollen bei höherer Kundenfrequenz die Reihenfolge der Besucherinnen und Besucher gesteuert und somit Streitigkeiten vermieden werden. Auf Hochtouren laufen derzeitig die Vorbereitungen auf den 17. Elbe-Badetag. Am Sonntag, den 1. Juli 2018, ist es soweit. Dann werden erneut hunderte Gäste in der Zeit von 13.30 Uhr bis 19 Uhr ein umfangreiches Programm rund um das Bootshaus Delfin im Buschweg 5 in Schönebeck erleben. Ein buntes Familienfest wartet auf die Besucherinnen und Besucher, ebenso wie die beliebten Dickschiff- und Drachenbootrennen, wofür noch teilnehmende Teams gesucht werden. Die Anmeldung kann im Sachgebiet für Kultur und Sport der Stadt Schönebeck-Elbe unter der Telefonnummer 03928 710 559 erfolgen. Das Fest beginnt um 13.30 Uhr. In die Fluten steigen können Wagemutige ab 14.30 Uhr. Anmeldeformulare finden Sie am Sonntag ebenso vor Ort. Die Anmeldegebühr beträgt 3 Euro. Aufgrund eines Tages der Nachbarn wird die Bertolt-Brecht-Straße am 25. Mai von 15 bis 21 Uhr auf Höhe der Hausnummern 13 bis 19 für den Verkehr gesperrt. Es wird um Beachtung gebeten. Aufgrund des Brunnenfestes werden der Markt und die Elbstraße vom 21. bis 28. Mai für den Verkehr gesperrt werden. Es wird um Beachtung gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101.
Das war der erste Teil vom Regionalmagazin am Freitag, den 18. Mai. Aber bleiben Sie dran, denn natürlich geben wir noch die Gewinner der Medium der Woche Aktion bekannt, schauen auf aktuelle Veranstaltungen und viele mehr. Wir sehen uns gleich wieder. Indian Palace, das Lifestyle-Restaurant in Magdeburg. Hier können Sie nach Herzenslust unsere indischen Spezialitäten genießen. Wir freuen uns, auch Sie bald bei uns zu begrüßen. Bei Kilz Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schöneberg gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Ein Kinderbesteck mit persönlicher Gravur, hochwertige Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen jedes Kinderherz höher schlagen. Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch in den Monaten Juli und August. Zahlen Sie statt 14 Euro nur 5 Euro für eine Gravur beim Kauf eines Kinderbestecks. Bei der vielfältigen Auswahl ist für jeden das Passende dabei. Kilz. Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Hallo Frau Fischer. Möller von der Hu Coburg. Ihr Abschleppwagen ist in 5 Minuten da. Ihr Ersatzfahrzeug steht schon bereit. Und mit dem jungen Mann dort habe ich schon alles geklärt. Und weil wir so günstig sind, war sogar noch ein Kaffee drin. Unglaubliche Leistungen zum unglaublichen Preis. Jetzt wechseln zu Deutschlands bestem Kfz-Versicherer mit dem fairsten Preis. Hu Coburg. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 03053. Die Grillsaison ist eröffnet. Bei der Fleischerei Brinkmann in Altfrohse finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch in der gut ausgestatteten Grilltheke, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Unser Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und bietet wahren Genuss für große und kleine Anlässe. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten.
Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Reiske in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Kotelett mit Knochen, 100 Gramm zu 65 Cent. Kotelett ohne Knochen, 100 Gramm zu 70 Cent. Schweinefilet, 100 Gramm zu 99 Cent. Wiener Würstchen, 100 Gramm zu 65 Cent. Und Lyonger, 100 Gramm zu 90 Cent. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Förderstedt, Stassfurt, Brumby oder Güsten. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin am Freitag, den 18. Mai. Unser aktuelles Medium der Woche war die Bravo Hits 101 und viele von Ihnen haben mitgemacht. Die aktuellen Gewinner werden jetzt unten eingeblendet und ich sage herzlichen Glückwunsch. Ihre CD können Sie dann am Dienstag hier in der Bahnhofstraße 5 abholen. Und ein neues Medium der Woche steht auch schon bereit. Wir hören mal rein. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Drei CDs randvoll mit feinster und hochaktueller Clubmusik. Von Dance-Pop über Deep House bis hin zum Big Room EDM ist alles dabei. Where's your 69 Songs haben es auf die Tracklist geschafft und machen die Club Sounds Volume 85 so abermals zu einem Highlight für alle Freunde der kommerziellen Hausmusik. Das, was aktuell in den Clubs, Diskotheken und auf Festivals gespielt wird, befindet sich auf dieser Compilation. Wer auf House in all seinen Facetten steht, wird mit dieser Club-Sounds-Ausgabe seine pure Freude haben. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Eine neue Gewinnfrage zum Medium der Woche dann ab Mittwoch hier im Elbe-Kanal. Und weiter geht's bei uns mit unserem neuen Senderformat Gewohnt anders. Wir begleiten junge Menschen auf der Wohnungssuche gemeinsam mit Maklern der SWB. Musik
Melanie Rupp, Maklerin der städtischen Wohnungsbau GmbH aus Schönebeck, ist auf dem Weg zur Wohnungsvorstellung. Das zentral gelegene Wohngebiet Lutherstraße hat eine gute Verkehrsanbindung. Viele Einkaufsmöglichkeiten sind nur wenige Gehminuten entfernt. Ich bin jetzt hier mit Annabelle und David verabredet. Die beiden suchen eine kleine Zweiraumwohnung mit ca. 50 Quadratmetern und studieren wohl in Magdeburg an der Universität. Und da bietet sich die Wohnung in Bahnhofsnähe sehr an und den zeige ich jetzt den beiden. Ich bin gespannt. Jung und verliebt schreiten Annabelle und David in Richtung erster gemeinsamer Wohnung. Auch wenn in Magdeburg studiert wird, so suchen die beiden etwas Kleines, aber Feines zum Budget eines Studentendaseins. Ja, hallo, ich bin die Annabelle und das ist der David. Wir haben uns beim Studium in Magdeburg kennengelernt, in der Mensa beim Essen. Und da hat er mal nebenan gesessen und ja, irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen. Mittlerweile sind wir seit anderthalb Jahren zusammen und möchten jetzt endlich unsere erste gemeinsame Wohnung beziehen. Und aber nicht in Magdeburg, sondern hier im schönen Schönebeck. Genau. Wichtig ist, dass ein Hobbyraum mit dabei ist. Genau. Dank des gut ausgebauten Verkehrsnetzes ist auch die Landeshauptstadt Magdeburg gut und schnell zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Wohnungssuche von Annabelle und David. Hallo, willkommen in Schönebeck. Dann gucken wir uns jetzt mal die Wohnung an. Alles klar. Auf geht's. Wir sind gerade in Schönebeck angekommen. Das Haus macht einen ganz soliden Eindruck. Die Maklerin ist auch sehr nett. Und schauen wir mal, was uns drin erwartet. Die Zweiraumwohnung wurde modernisiert und bietet knapp 52 Quadratmeter Wohnfläche. Sie ist mit einem Tageslichtbad ausgestattet, bietet Wasch- und Trockenräume, einen Dachboden und auch ein Mieter- bzw. Fahrradkeller ist ebenfalls mit dabei. Dann gehen wir gleich mal durch und zeige Ihnen das große helle Wohnzimmer der Wohnung. Oh, das ist wirklich schön hell. Das gefällt mir. Große Fenster. Sind auch schön, ja. Ja, genau. Blick in den Innenhof. Das Wohnzimmer beeindruckt dank der großen Fenster mit seinem hellen Erscheinungsbild. Erste Einrichtungsideen schwirren auch schon durch den Kopf der jungen Mieter. Ja, großer Innenhof. Ja, der ist auch abgeschlossen, der Innenhof. Also hier ist dann wirklich auch kein Durchgangsverkehr. Können Sie individuell einrichten, das Wohnzimmer. Ja. Ja, Sie haben Platz für eine große Couch. Mhm. Genau. Ja. Dann zeige ich Ihnen mal gleich das Schlafzimmer nebenan. Das ist ebenfalls sehr groß, hell und geräumig. Können Sie ganz bequem großes Bett, großen Kleiderschrank, wichtig für die Frauen. Und natürlich auch der Schreibtisch zum Lernen darf nicht fehlen. Genau. Jawohl. Das der passt passieren. Hier auch ideal rein. Hier haben Sie ebenfalls große, helle Fenster. Im Sommer ist dann der Baum draußen noch schön begrünt, sodass dann auch Schatten ist. Auch wenn der Baum jetzt noch nicht grün ist, einen ersten Blick mit der Vorstellung, wie es denn aussehen könnte, lassen sich Annabelle und David nicht entgehen. Immerhin sollte bei der ersten gemeinsamen Wohnung ja alles optimal sein. Ja. So, dann zeige ich Ihnen als nächstes das Badezimmer mit Badewanne. Auch groß und geräumig, sehr hell. Nicht nur gucken, sondern testen heißt dann die Devise im Badezimmer. Toilettendeckel, Wasserhahn, Fenster und Badewanne müssen sich einer ersten Prüfung stellen. Ja, ist ja alles sehr modern hier, ne? Ja. Wie ist das mit den Heizkosten? Ja, die Heizkosten für diese Wohnung betragen monatlich 130 Euro. Das sind die Vorauszahlungen. Am Jahresende erhalten Sie dann eine Abrechnung. Das, was Sie verbraucht haben, wird gegen die Vorauszahlung gesetzt. Das Objekt an sich ist wärmeisoliert. Das heißt also, Sie haben hier sehr gute Energiewerte und somit auch keine Energieverschwendung nach draußen. Ja, die Annabelle und der David sind ein sehr nettes, sympathisches Pärchen. Das gefällt mir und ich denke, dass Ihnen auch der erste Eindruck der Wohnung gefallen hat. Und bin mal gespannt, was Sie sagen zu dem Highlight der Wohnung, zur Küche. Auf geht's! Mit einem Ass im Ärmel präsentiert Maklerin Melanie dann das Highlight der Wohnung, die neue, moderne Küche. Die gefällt mir auch. Ja, ist die neu? Niedelnagelneu, frisch eingebaut, jawohl. Und das Ceranfeld, Herd, dem Geschirrspüler und natürlich eine Menge Stauraum. Auch auf der anderen Seite den Kühlschrank und der geliebte Apothekerschrank darf natürlich auch nicht fehlen. Das reicht für uns auf jeden Fall. Ja, sehr schön geräumig, gefällt mir. Mal noch eine andere Frage zu Sachen Platz. Gibt es hier noch Räume, um irgendwas abzustellen oder vielleicht eine Wäschekammer, irgendwas?
Ja, also wir haben direkt hier in der Wohnung im Flur einen kleinen Hauswirtschaftsraum. Dort können Sie Sachen abstellen in der Wohnung. Ansonsten haben wir oben auf dem Dachboden, das ist ein Wäschedachboden, da können Sie also gerne Wäsche trocknen, aufhängen. Und zur Wohnung gehört auch ein großer Kellerraum, sodass Sie da auch Abstellmöglichkeiten noch im Keller haben. Fahrradraum sind auch im Keller allgemein vorhanden. Also ich denke, das ist genug Abstellfläche. Die Wohnung gefällt mir sehr gut, die Aufteilung ist in Ordnung. Das Wohnzimmer hat schöne große Fensterfronten, das gefällt mir sehr gut, kommt viel Licht rein und das Schlafzimmer ist gut gedämmt vom Straßenlärm, also da hört man nichts. Ich glaube, da kann man sich sehr gut erholen die Nacht. Die Lage der Wohnung ist auch super, direkt in Bahnhofsnähe, da können wir dann mit dem Zug schnell nach Magdeburg und da haben wir dann auch unsere Uni zum Studieren. Nachdem nun alle Räume besichtigt sind, kommt sie wieder, die Frage aller Fragen. Frau Rupp, die Wohnung gefällt uns schon ganz gut, aber was kostet sie denn? Na, wir sind ja auch Studenten, da muss man mal ein bisschen gucken, ne? Genau, also kann ich Ihnen zeigen, die Wohnung insgesamt, das sind 51,66 Quadratmeter, eine Netto-Kaltmiete von ca. 235 Euro im Monat. Okay. Wobei ich sagen muss, dass natürlich... Mittels moderner Präsentationstechnik und 3D-Ansichten ist es ein leichtes, den beiden alle notwendigen Informationen zu Wohnung, Miete und Betriebskosten zu zeigen. Ja, dann sind wir einmal durch und dann würde ich gerne mal horchen. Wie gefällt euch denn die Wohnung? Ja, also mir gefällt sie wirklich richtig gut. Passt alles zusammen, so wie wir es uns vorgestellt haben. Also ich würde hier am liebsten sofort einziehen. Ja, das Wohnzimmer ist hell, die Küche ist neu, das Bad ist schön. Super. Na dann, freut mich das. Und dann herzlich willkommen bei der SWB. Das ist eure neue Wohnung. Super. Die Formalitäten und den Vertrag machen wir dann bei uns gleich jetzt im Anschluss im Unternehmen. Alles klar. Gut. Na dann. Gesucht und gefunden. Bei Annabelle und David hat dies nun gleich doppelte Bedeutung. Ja, die Wohnung fällt uns gut. Schöne Lage, schöne große Räume. Genau. Hier lässt sich so rum. Der Einzug kann kommen. Sichtlich glücklich über das Besichtigungsergebnis steht einem Einzug nichts mehr im Wege. Am kommenden Freitag gibt es dann eine neue Folge von Gewohnt anders. Und wir machen jetzt weiter mit aktuellen Veranstaltungstipps in den kommenden Tagen. Unter dem Titel Mein farbiges Hobby präsentiert die Künstlerin Christine Schnitzer vom 7. April bis zum 1. Juni 2018 ihre Schöpfungen der vergangenen Jahre im soziokulturellen Zentrum Treff in der Wilhelm-Helge-Straße 3 in Schönebeck. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr. Die Ausstellung besteht aus einem bunten Mix aus Techniken und Stilrichtungen wie Stillleben, Abstraktes und Acrylmalerei. Für die musikalische Unterstützung sorgt der Schönebecker Musiker Manfred Petri. Weitere Informationen finden Sie telefonisch unter 03928 67 52 2 und auf der Homepage www.skztreff.de. In keinem Monat des Jahres tanzt es sich so leicht und beschwingt wie im Mai. Daher lädt das soziokulturelle Zentrum Treff am 19. Mai ab 18 Uhr zum Tanz in den Mai. Karten für die Veranstaltungen können zum Preis von 10 Euro ab sofort unter 03928 67522 bestellt oder direkt vor Ort in der Wilhelm-Helge-Straße 3 reserviert werden. Der Frühling ist da und lässt die Natur zu neuem Leben erwachen. Der aufmerksame Vogelfreund hat auch längst bemerkt, dass mit Zunahme der Tageslänge Amsel, Meisen, Finken und Co. verstärkt akustisch auf sich aufmerksam machen. Unter den Singvögeln hat jede Art ihren eigenen Gesang. Doch welche Vogelarten kommen eigentlich bei uns vor und zeigen ihre Gesangskünste?
Wer sich diese Frage schon einmal gestellt hat und eine Antwort darauf bekommen möchte, ist bei der geführten NABU-Vogelstimmenwanderung genau richtig. Denn die NABU-Gruppe Schönebeck lädt auch in diesem Jahr dazu ein, die heimische Vogelwelt näher kennenzulernen. Zu dem ein- bis zweistündigen Spaziergang vom Kurpark ins Tannenwäldchen und zurück mit dem Biologen Michael Wunschig haben Interessierte am Freitag, den 20. April, um 19 Uhr die Gelegenheit. Treffpunkt ist der Hexenhügel am Soleturm im Kurpark. Weitere Termine sind der 27. April sowie der 25. Mai, jeweils um 19 Uhr am gleichen Treffpunkt. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Spende für den Naturschutzbund wird jedoch erbeten. Im Dr. Tolberg-Saal geht es wieder heiter her. Die Magdeburger Zwickmühle gibt ihr diesjähriges Gastspiel am 3. Juni um 17 Uhr, bei dem viel Lachen mit Nachdenken garantiert ist. Im Gepäck haben Marion Bach und Heike Ronninger ihr aktuelles politisch-satirisches Programm »Die Gedanken haben frei«. Wer sich diesen unterhaltsamen Nachmittag am 3. Juni nicht entgehen lassen möchte, kann ab sofort Karten in den beiden Schönebecker Stadtinformationen erwerben. Vielleicht ist ja auch eine Kreuzfahrt mit dem Schiff Aida Ma etwas für Sie. Alle weiteren Informationen dazu gibt es jetzt. Leinen los mit AIDA zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen. Genießen Sie mit uns eine traumhafte Kreuzfahrt mit Wellness vom Feinsten, kulinarischen Höhepunkten, fantastischem Entertainment und vollkommener Erholung. Ob perfekte Entspannung oder aktive Erholung, Familienferien oder Entdeckerurlaub, Ihr Zuhause auf See eröffnet Ihnen grenzenlose Vielfalt. Sie werden AIDA lieben. Willkommen bei AIDA. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord unserer wunderschönen Schiffe mit erstklassigem Service zu verwöhnen. Wir kümmern uns um alles, damit Sie Ihren Urlaub genießen können. Fantasie ist unser Lieblingsrezept. Genießen Sie in unseren Buffet-Restaurants Köstlichkeiten aus den besten Küchen der Welt. Vom Frühstück bis zum späten Abend tafeln Sie nach Ihren Vorlieben. Ohne Tischordnung und feste Zeiten. Unsere Spitzenköche holen für Sie den Himmel auf das Meer. Anspruchsvolle Genießer können sich in unseren Gourmet-Tempeln verwöhnen lassen. Das ist Hochgenuss auf Sterneniveau. Und zum Abschluss blicken wir noch auf die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Ein Sonne- und Wolkenmix steht bevor. Die genauen Aussichten für Samstag bis Montag gibt es jetzt. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nachdem sich die sommerlichen Temperaturen in der letzten Woche leicht abgekühlt haben, verspricht der Blick in die neue Woche wieder mehr Sonne. Am Samstag erwarten uns 8 bis 21 Grad. Bei einem wilden Sonne-Wolken-Mix werden bis zu 5 Sonnenstunden erwartet. Der Sonntag startet mit 11 Grad. Mit einem sonnigen Himmel und 13 Sonnenstunden erwärmen sich die Temperaturen schnell auf 22 Grad. In die neue Woche geht es mit viel Sonne. Bei 10 bis 22 Grad ist mit keinem Niederschlag zu rechnen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht ein entspanntes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.
Und das war es auch schon wieder mit dem Regionalmagazin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen ein schönes, langes Wochenende, einen schönen Pfingstmontag. Wir sind dann am Mittwoch wieder mit einer neuen Sendung für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Tina Bonas.